Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es einen neuen Tag von mir und zwar den YouTube Steckbrief Tag. Das ist eigentlich ein ganz klassischer Tag, der ist schon ziemlich alt, der ist schon älter und beinhaltet eigentlich ganz klassische Standardfragen. Aber ich dachte mir, ich wollte den mal machen, damit ihr etwas mehr über mich erfahrt, auch wenn die meisten Fragen vielleicht schon beantwortet wurden. Und ich fange ohne weiteres an. Es sind 15 Fragen, die ich euch jetzt ganz schnell beantworten möchte. Erstens, dein Name. Die meisten wissen, wie ich heiße. Ich heiße Daniel. Zweitens, dein Sternzeichen. Jungfrau. Und im chinesischen Sternzeichen Hund. Drittens, deine Hobbys. Lesen, Videos drehen, Musik hören, Videos schneiden mittlerweile auch. Mit Freunden was machen, das sind so die Haupthobbys von mir. Viertens, hast du Haustiere? Nicht mehr, aber ich will wieder welche. Wenn ich wieder ein Haustier will, dann entweder eine Katze oder ein Hund oder wieder Meerschweinchen und ein Zwerghasen. Das wären so Wunschhaustiere bei mir. Dann fünftens, Lieblingsfarbe oder Lieblingsfarben? Lieblingsfarbe auf jeden Fall blau. Orange, grün sind auch noch meine Lieblingsfarben. Die drei wären so meine Hauptlieblingsfarben. Sechstens, Lieblingsessen. Pizza, Schnitzel mit Pommes, Hamburger, Currywurst, Lasagne, Spaghetti. Ich bin eigentlich nicht wirklich so wählerisch, aber ich esse auch nicht alles. Siebtens, Lieblingsgetränk. Eistee, Red Bull, Energy Drinks einfach. Ich ernähre mich fast nur von Energy Drinks, muss ich ehrlich zugeben. Spezi, bei uns in Bayern Spezi, Cola Mix quasi. Achtens, Lieblingsbuch. Muss ich nicht zusagen. Hier oben. Da. Das da. Das Labyrinth der Wacht von Rainer Wickert. Neuntens, Lieblingsband, beziehungsweise Lieblingssänger, Lieblingssängerin. Lieblingsband auf jeden Fall Freiwild, Böse Onkels, Jupiter Jones, Revolverheld, und wie sie alle heißen, ganz, ganz viele. Lieblingssänger, Adel Tawil, Mark Foster, George Auflieder, Johannes Oerding, jetzt alles Deutsche, fällt mir noch ein. Olli Mörs, wären so die wichtigsten Lieblingssängerin. Alexa Fraser hat schöne Lieder. Mehr fallen mir jetzt auch irgendwie gar nicht ein. Mehr findet ihr auch in meinem Musiktag, den könnt ihr euch ansehen, findet ihr in der Infobeschreibung. 10. Lieblingsserie. Habe ich eigentlich keine, weil ich keine Serien schaue. Deswegen auch keine Lieblingsserie. 11. Lieblingsfilm. Alle Fast and Furious Filme. Fuck You Goethe. Darkest Hour war auch genial. American Pie, genau. 12. Lieblingstier. Oder Lieblingstiere. Lieblingstier auf jeden Fall der Luchs. Ich finde, den Luchs ist ein schönes Tier. Natürlich auch Hund, Katze, Meerschweinchen, Hase. 13. Lieblingsschulfach in der Schule. Also in der Hauptschule war es definitiv Lieblingsfach Deutsch und Hauswirtschaft, also Kochen, ist sehr gut gefallen. Und Englisch auch teilweise manches, aber nicht alles. Also auch echt kein Lieblingsfach, sondern so, ja, eines der Lieblingsfächer. Und in der Berufsschule dann Physik und Psychologie habe ich geliebt und auch MNE, mathematisch-naturwissenschaftliche Erziehung, macht man Experimente und ja, so und so eben. Dann 14 Hassfach in der Schule, definitiv Mathe, definitiv, definitiv Mathe. Und dann auch in der Berufsschule dann auch Deutsch. Weil einfach, ja, ist nicht das Fach, sondern einfach auch
In der Berufsschule war der Deutsch da total anders als in der Hauptschule natürlich, aber die Lehrerin auch. Deswegen wurde Deutsch in der Berufsschule zu meinem Hassfach. Und Sport. Sport war auch so ein Hassfach von mir. Ich mochte Sport eigentlich nie. Ich bin kein Sportler. Und 15, mein Motto. Lebe dein Leben so, wie du möchtest und nicht, wie es andere gerne hätten. Das war jetzt nicht ganz so korrekt übernommen, wie ich es eigentlich heißt. Aber der Sinn dahinter bleibt bestehen, deswegen mein Lieblingszitat. Das war auch schon der Tag, ganz kurz und knackig. Ich tagge jetzt niemanden, ich tagge jeden, der den Tag noch machen möchte, wer Lust dazu hat. Und ja, ich hoffe, der Tag hat euch etwas gefallen. Und ich sage dann Tschüss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.